Schaut mal hier, ein alter EPC. Diese Dinger waren mal sehr beliebt. Für 300 Euro konnte man sich ein Standardmodell kaufen und mit seinen 10 Zoll war es ein ungewöhnlich kleines Format für seine Zeit. Seinen Höhepunkt hatte die Modellreihe wohl 2009 überschritten. Danach haben iPads und Surface Notebooks die Nische der leichten, kleinen Business Notebooks besetzt. Seitdem sind diese EPCs bzw. Netbooks im Umlauf. Doch mit den schwachbrüstigen Atomprozessoren, dem geringen RAM und langsamen Festplatten machen die Geräte keinen Spaß. Daher habe ich es mir zum Projekt gemacht, diesen EPC für den Alltag 2024 wieder tauglich zu machen. Ob es mir gelungen ist, verrate ich in diesem Video. Man braucht wirklich Geduld, wenn man sich mit so einem Gerät beschäftigt. Es dauert Ewigkeiten, bis irgendwas gebootet hat und die Ladezeiten kosten viel Lebenszeit. Da wird man ja schon genötigt, sich parallel zu beschäftigen, zum Beispiel zu recherchieren, wie hoch man dieses Netbook aufrüsten kann. Dieses Modell gehört zu den letzten der IPC-Reihe, das 1005 PE von 2009. Es hat einen Atom N54 Prozessor, 1 GB DDR2 RAM und eine 250 GB HDD im 2,5 Zoll Format. Als Betriebssystem ist die Windows 7 Starter Edition installiert. Es befanden sich noch 3 Accounts darauf, die ich später durch eine Festplattenformatierung unsichtbar gemacht habe. Heutzutage eignet sich eigentlich nur noch ein leichtes Linux für das Gerät, denn man kann es nur auf höchstens 2 GB RAM aufrüsten. Die meisten Betriebssysteme aber brauchen mehr, um ein gutes Arbeitserlebnis zu ermöglichen. Damit das Notebook überhaupt eine Chance hat, im Alltag zu bestehen, muss man es aufrüsten. Dazu entfernt man die Schrauben auf der Unterseite, den RAM und die eine Schraube, die sich unter dem Deckel versteckt. Anschließend kann man die Tastatur herausnehmen. Dazu muss man die 4 Klemmen oben eindrücken. Bei mir befand sich an einer Seite noch Kleber, sodass die Tastatur schwer herausnehmbar war. Beim Herausnehmen muss man auf der Unterseite auch vorsichtig sein, weil das Keyboard eingerastet ist und weil das Verbindungskabel behutsam herausgelöst werden muss. Hier sind an den Seiten 2 schwarze Halterungen, die man leicht herausdrücken muss. Dann kann man die Schrauben, die unter der Tastatur verborgen waren, entfernen. Eine Schraube ist hinter einem Garantiewarnaufkleber, aber die Garantiezeit ist ja sowieso lange vorbei. Sobald alle Schrauben gelöst sind, kann man mit einem Kunststoffhebel den oberen Teil des Gehäuses entfernen. Es knackt und knarzt manchmal unschön. Geht aber, wenn man wirklich alle Schrauben entfernt hat. Jetzt kommt man an alle Teile der Platine, wenn man etwas reparieren oder austauschen will. Es lohnt sich eventuell, die weiteren Schritte zu gehen, um den Lüfter zu reinigen oder neue Wärmeleitpads aufzukleben. Bei mir wird das Gerät aber nicht zu warm und deshalb habe ich keine neuen Pads bestellt. Den Lüfter habe ich kurz entstaubt und wieder eingebaut. Viel interessanter ist es eher, die Festplatte durch eine SSD zu ersetzen. Ich habe eine alte SSD mit 180 GB eingebaut, die noch von einem anderen Reparaturprojekt übrig war. Zum Schluss habe ich alles wieder zusammengebaut. Es blieb diesmal nicht einmal eine Schraube übrig. Insgesamt ist das Gerät in Ordnung, wenn es darum geht, etwas auszutauschen. Super ist, dass man ein eigenes RAM-Fach hat und dort schnell von 1 GB auf 2 GB aufrüsten kann. Ohne daran zu glauben, dass es wirklich funktioniert, habe ich aus einer Jeckenlaune heraus Windows 11 auf dem Mini-Rechner installiert. Mit der Version Tiny 11 hat es sogar funktioniert. Aber über den Experimentiererfolg hinaus hat es nichts gebracht. Der Prozessor arbeitet alleine für Windows schon bei 100%. Für alles Zusätzliche hat er keine Kapazität. Es dauert zu lange, das System hochzufahren. Es dauert ewig, bis ein Programm startet. Im Internet surfen eine reine Geduldsprobe. Und als ich versuchte, ein Video bei YouTube zu streamen, konnte ich jeder Codezeile bei der Umsetzung zuschauen.
Nach 3 Minuten hatte ich es gerade mal zu YouTube geschafft und dann aufgegeben und Windows gelöscht. Für den E-PC gibt es noch einige Betriebssysteme, die in Frage kommen. Gute Erfahrungen habe ich mit Lubuntu gemacht, der Light-Version vom beliebten Ubuntu. Diesmal wollte ich aber auch etwas Neues ausprobieren und habe Bodhi installiert, eine Linux-Distribution für alte und schwache Computer. Sie kommt ganz abgespeckt und verbraucht nur 500 MB RAM im Betrieb. Tatsächlich bietet diese Distro ein relativ flüssiges Arbeitserlebnis für einfache Office-Anwendungen. Für E-Mails und sogar fürs Browsen im Netz kann man sie nutzen. Aber auch hier wird es beim Streamen eng. Ein Video in 480p stockt im Fenstermodus noch hin und wieder. Die Ladezeiten machen auch keine Freude. Schade. Am Ende, nach einigem Hin und Her, habe ich doch das für alte Rechner empfohlene Antiques Linux installiert und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit diesem Betriebssystem lief das alte Netbook am besten. Zwar braucht man weiterhin etwas Geduld beim Hochfahren, aber das Arbeitserlebnis ist gut. Man kommt mit LibreOffice gut klar, mit dem Falcon Browser kann man passabel schnell durchs Netz fliegen. Und mit dem Programm SMTube konnte man sogar YouTube-Videos streamen, ohne daran zu verzweifeln. Es gibt sogar vorinstallierte Apps für Fernseh- und Radio-Streaming, die wirklich gut funktionieren. Ich mag dieses kleine Ding. Der E-PC hat einen gewissen Charme und eine Eleganz, die viele Notebooks heute vermissen lassen. Leider sind aber die Atomprozessoren schlecht gealtert und heute kaum noch für mehr zu gebrauchen als einfachste Office-Aufgaben. Nur mit Bodhi und Antiques sind solche Geräte im Alltag 2024 halbwegs nutzbar. Schade, damit muss man wohl sagen, dass diese Geräte nur noch für einige wenige Personen in Frage kommen. Menschen, die viel Zeit haben und denen es nichts ausmacht, dass eine Internetseite 10 Sekunden zum Laden braucht. Menschen, die mit dem Gerät vielleicht so etwas wie einen Server bauen möchten. Menschen, die aus Nostalgiegründen so ein kleines Notebook in der Vitrine ausstellen wollen. Vielleicht fällt dir noch jemand ein. Oder hast du eine Idee, was man mit dem Gerät noch machen kann? Schreib doch einen Kommentar und lass gerne ein Like und ein Abo da. Danke fürs Reinschauen. Ciao und bis zum nächsten Mal.